Was für ein Tag ist heute? Ein schöner Tag, hier ist ein schöner Tag, komm, bitte lass dich umarmen, welch ein Tag! Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Bürgerfunks. Heute hört ihr eine Sendung des Arbeitskreises Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Lokalfunk in Lippe über die Geschichte des Internationalen Kampftages der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung. Entlassen am 2. Mai. Dieser Vermerk stand Ende des 19. Jahrhunderts bei denjenigen im Arbeitsbuch, die den 1. Mai gefeiert hatten. Für den Betroffenen bedeutete dies damals Arbeitslosigkeit und Verelendung. Am 1. Mai selbst wurde seitens des Staates Polizei und Militär gegen die demonstrierenden Arbeiter eingesetzt. Die Mächtigen wollten es einfach nicht akzeptieren, dass das entrechtete Proletariat sich ein Recht nahm, das Recht, in die Zeitordnung der bürgerlichen Gesellschaft einzugreifen und ihr einen neuen Feiertag aufzuzwingen. Die Arbeiter hatten es gewagt, den staatlichen und kirchlichen Feiertagen einen eigenen Feiertag entgegenzustellen. Beschlossen wurde das auf dem Sozialistenkongress 1889 in Paris. An diesem Tag sollten Forderungen an die Regierenden zum Schutze der Arbeiter gestellt werden und dem Nachdruck verliehen werden. Die Arbeitszeit sollte verkürzt werden, Kinderarbeit verboten werden und vieles andere mehr. Die Arbeitgeber reagierten darauf und gründeten 1890 einen Arbeitgeberverband. Auf ihrer ersten Versammlung beschlossen sie, Arbeiter, die am 1. Mai von der Arbeit fernblieben oder diese vorzeitig verließen, am 2. Mai zu entlassen oder auszusperren. In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht.
haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt, wollen wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne Bleibe lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nun mehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen, müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. In den folgenden Jahren wurde es immer schlimmer. Polizei und Militär wurden verstärkt gegen die demonstrierenden Arbeiter eingesetzt. Arbeiter wurden ausgesperrt und die Justiz bildete einen Paragraphenwall zur Verteidigung der Freiheit des bestehenden Eigentums. Die Frage, ob am 1. Mai die Arbeit wirklich ruhen sollte, wurde auch innerhalb der Arbeiterbewegung immer kontroverser diskutiert. Viele plädierten für eine vorsichtigere Vorgehensweise. Teils aus Angst vor den Repressalien oder aus Angst, so kurz nach dem Fall des Sozialistengesetzes wieder in die Illegalität gedrängt zu werden. Trotz aller Versuche, den 1. Mai in seiner Wirkung abzuschwächen, ihn in Frage zu stellen oder abzuschaffen, konnte der 1. Mai als Feiertag endgültig durchgesetzt werden. In einigen Orten war es bis zum Ersten Weltkrieg üblich, parallel zum 1. Mai auch Gewerkschaftsfeste zu feiern. Während des Ersten Weltkrieges lebte der 1. Mai weiter. Trotz militanter Behinderungen kam es an diesem Tag zu eindrucksvollen Kundgebungen der Arbeiterbewegung gegen den Krieg und für den Weltfrieden. Euer Kampf liegt tot auf dem Bord, brannte Wald und wurde Fanal, brannte rot und wurde zum Schrei, gibt's Auto und verzählt sie frei. Und der Schrei lebt rund um die Welt, und den Kampf hat jeder gefühlt. Diese Kraft, die hinter uns steht, die Kraft der Solidarität. Diese Kraft, die Tod und Bahn, sie ist heute mächtig und stark. Blutig auf, der Feind sie hasst.
Nach dem Ersten Weltkrieg floh der deutsche Kaiser nach Holland. Die Weimarer Republik wurde ausgerufen. Die neue Nationalversammlung beschloss, den 1. Mai 1919 zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Zu einer Fortsetzung dieser Regelung kam es in den folgenden Jahren allerdings nicht mehr. Die Parteien im Parlament ließen in dieser Sache keine Einigung mehr zu. Die Klärung der Maifeierfrage wurde den einzelnen Länderregierungen überlassen. Ab 1920 wurde der 1. Mai als Feiertag in den einzelnen Ländern des Deutschen Reiches beschlossen, behindert und wieder aufgehoben. Bremen ist ein typisches Beispiel für die Auseinandersetzungen um den 1. Mai. Dort brachten die bürgerlichen Parteien bereits 1922 einen Antrag zur Abschaffung des gesetzlichen Feiertages ein. Daraufhin verließen die Arbeiterparteien die Parlamentssitzung. Durch einen Antrag auf Beschlussunfähigkeit konnte die Abschaffung des Feiertages verhindert werden. Die bürgerlichen Parteien setzten sich auf der nächsten Sitzung über diese Geschäftsordnung hinweg und beschlossen trotz Beschlussunfähigkeit die Aufhebung des 1. Mai als gesetzlichen Feiertag. Ihren Rechtsbruch ließen sie sich nachträglich durch ein Rechtsgutachten legalisieren. Trotz all dieser Drohungen feierten die Arbeiter weiterhin ihren 1. Mai. Der Kaiser hatte zwar abgedankt, der Staat war eine Republik, aber auch diese drohte den Arbeitern weiterhin mit Aussperrung, wenn sie ihren Feiertag begehen wollten. We'll be right back.
Gegen Ende der Weimarer Republik versagte das Arbeitsrecht vollends als Schutzmittel für die Arbeitenden, obwohl es in dieser Zeit besonders wichtig gewesen wäre. Das herrschende Arbeitsrecht bildete vorwiegend einen gesetzlichen Schutzwall um die bestehenden Eigentumsverhältnisse. 1933 brauchte das Reichsarbeitsgericht von den Faschisten kaum noch gleichgeschaltet werden. Seine Urteile und Positionen hatten schon vorher eine Ideologie angenommen, an die die Faschisten nahtlos anknüpfen konnten. Richterliche Schikane. Bei dem Rittergutsbesitzer von Schulz auf Rügen hatten die auf Jahresvertrag eingestellten organisierten Deputatarbeiter die Teilnahme an der nachmittags stattfindenden Maifeier des Landarbeiterverbandes beschlossen. Die unbedingt notwendigen Arbeiten, vor allem das Füttern von Vieh, wurde vormittags erledigt. Die unorganisierten ständigen Arbeiter arbeiteten am 1. Mai. Der Betrieb war keinen Augenblick gestört. Trotzdem erfolgte die vorher angedrohte fristlose Entlassung von 3 Arbeitern. Das Arbeitsgericht Stralsund und das Landesarbeitsgericht verurteilten den Gutsbesitzer zur Weiterzahlung von Lohn und Deputat und stellten fest, dass kein Grund zur fristlosen Entlassung vorgelegen habe. Es könne höchstens für die kurze Zeit des Fernbleibens die Entlohnung fortfallen. In einem demokratischen Staat sei dem Arbeitgeber durchaus zuzumuten, dass er den politischen Ansichten der Arbeiter gegenüber duldsam sei und auf die Maifeier, an der große Teile der Arbeiterschaft nun einmal mit Leidenschaft und Hingebung hängten, gebührend Rücksicht nehme. In dem vorliegenden Falle habe überdies eine ernstliche Störung des Wirtschaftsbetriebes nicht bestanden und eine solche sei auch nicht beabsichtigt gewesen. Trotz dieser einleuchtenden Gründe hat das Reichsarbeitsgericht dem Revisionsantrag stattgegeben und das Stettiner Urteil wieder aufgehoben, weil die Teilnahme an der Maifeier eine beharrliche Arbeitsverweigerung sei und der Arbeitgeber das Recht habe, den Fortgang seines Betriebes von Parteibestrebungen neutral und durch Kundgebung und andere politische Betätigungen ungestört zu erhalten. Dass der gleiche Rittergutsbesitzer seine ihm ergebenen Arbeiter mitten in der Heuernte für ganze Tage beurlaubte, damit sie an Kundgebungen des Landbundes teilnehmen konnten, störte die Rechtsfinder in Leipzig nicht. Ebenso war für sie die Tradition der Arbeiterschaft, die überall, wo sie in kompakten Massen auftreten kann, sich die Feier des 1. Mai nie hat nehmen lassen, höchst gleichgültig. Deutsche Justiz.
Zeit wird total ermordet, nur wer Macht hat, hat es Sorgen. Ich glaube eher an die Unschuld an der Hure, seine Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Ich glaube eher an die Unschuld an der Hure, seine Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Ich glaube eher an die Unschuld an der Hure, seine Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Ich glaube eher an die Unschuld an der Hure, seine Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten hatte die Bevölkerung Deutschlands einen arbeitsfreien Tag im Jahr gewonnen. Per Gesetz erklärte die Hitlerregierung den 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit. Große Freude herrschte allerorten. Bereits 2 Tage später begrüßte der ADGB-Bundesvorstand dieses Geschenk. Alle anderen Gewerkschaftsvorstände schlossen sich dieser Ansicht an und empfahlen ihren Mitgliedern, sich an den jetzt von der neuen Regierung organisierten Kundgebungen und Feiern zu beteiligen. Die Gewerkschaftsverbände gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Hitlers Regime nur der Spuk einer Nacht wäre. In den Jahren davor hatte doch auch eine kurzfristige Regierung die andere abgelöst. Außer den Mitläufern, die es wohl auch innerhalb der Gewerkschaften gab und noch gibt, rechnete wohl keiner mit dem Ende der Demokratie und dem Umgeist, der in den folgenden Jahren herrschen sollte. So machten sie erst einmal gute Miene zu bösem Spiel. Statt der Demonstration der Einigkeit der Arbeiterbewegung gegen Ausbeutung und Kapitalismus wurde am 1. Mai 1933 und auch an den folgenden das neue Regime gefeiert. Bernd Engelmann berichtet darüber, wie er den 1. Mai 1933 erlebte. 4 Jahre später, am 1. Mai 1933, verlief dieser Tag ganz anders. Ich war mit meinen Eltern inzwischen von Berlin nach Düsseldorf umgezogen. Aus dem Tag der internationalen Solidarität war von den Nazis, die ein Vierteljahr zuvor die Herrschaft in Deutschland übernommen hatten, erstmals ein Feiertag der nationalen Arbeit gemacht worden und wir hatten schulfrei. Mein Onkel Fritz, der SPD-Bezirksrat, saß seit Ende Februar ebenso in Schutzhaft wie meines Vaters Vetter, der Arzt in Neukölln, der mit den Kommunisten sympathisiert hatte. Die Polizei, die jetzt unter dem Kommando der Nazis stand, war durch SA und Stahlhelm-Hilfspolizisten enorm verstärkt worden. Wie würden sich die Gewerkschaften nun verhalten? Meine Eltern und ihre Freunde meinten, man müsste die Nazi-Maifeiern boykottieren. Der Vater meines Schulfreunds, der Gewerkschaftssekretär war, hatte aber, so hörte ich von Hans, seinen Kollegen seufzend erklärt, die Losung des ADGB laute, sich an die Weisungen von oben zu halten und unter der Hakenkreuzfahne mitzumarschieren zur Maikundgebung, wo der Nazi-Gauleiter eine Rede halten würde. Es geht jetzt darum, die Organisation intakt zu halten, hatte er gesagt, und außerdem wird der freie Tag voll bezahlt. Wenn wir nicht mitmachen, riskieren wir ein Verbot der Gewerkschaft, Beschlagnahme unseres Vermögens, womöglich noch Schlimmeres. Das noch Schlimmere kam demnach schon am nächsten Tag. Da sahen Hans und ich am Nachmittag des 2. Mai 1933, wie in der Bolkerstraße aus den Büros der Gewerkschaft die Stühle, Schreibtischlampen und Blumenvasen durch die Fenster auf die Straße flogen, unter dem Gejohle der SA-Leute, die das Volkshaus besetzt und den Vater von Hans blutig geschlagen hatten. Zum Glück ist er aber nicht verhaftet worden, berichtete mir Hans tags drauf. Er ist noch am Abend zu Verwandten aufs Land gefahren. Da ist er fürs Erste wohl sicher. Diese Hoffnung trug nicht, wohl aber die seines Vaters, denn die Gewerkschaften wurden verboten und enteignet, das Streikrecht ebenso abgeschafft wie alle Betriebsräte. Fortan gab es keine Tarifverträge mehr, sondern Treuhänder, die die Höhe der Löhne und Gehälter festsetzten. Und Betriebsführer, die befahlen, sowie die Gefolgschaft der Arbeiter und Angestellten, die stumm zu gehorchen hatte. In den folgenden 12 Jahren gab es keinen 1. Mai mehr,
der sich meinem Gedächtnis eingeprägt hätte. Feiern organisierten Kommunisten, Gewerkschafter und andere offene Systemkritiker geheime Maifeiern im Untergrund. Diese fanden in Wäldern und vor den Städten statt. Es waren die letzten freien Maifeiern vor 1945. Viele der aktiven Kämpfer in der Arbeiterbewegung erlebten bereits den nächsten Tag in den Kerkern der Nationalsozialisten. Franz Osterroth berichtet von einer illegalen Maifeier in Magdeburg 1933. Während sich auf den Straßen und Plätzen das verlogene Schauspiel breitmachte, fanden vor der Stadt in Wäldern und abgelegenen Steinbrüchen die heimlichen Maifeiern der sozialistischen Jugend statt. Schon früh trafen sich an den Rändern der Vororte jene Genossen, die allen Drohungen trotzten und auch heute unter der roten Fahne die Internationale singen wollten. Als ich zu einem dieser Treffpunkte eilte, kam ich an einer großen Schar von Arbeiterfrauen, Arbeitslosen, Arbeitsinvaliden und Arbeiterkindern vorbei, die auch ins Freie hinauszuziehen beabsichtigten. Eine verhärmte Genossin, die ich als treue Funktionärin kannte, hielt mich an und stieß schluchzend hervor: »Franz, kannst du dir das vorstellen? Das erste Jahr ohne unsere Maifeier?« Wir zehn, darunter eine Genossin, zogen unserer Ferne zu und sangen aus heißem Herzen ein Kampflied nach dem anderen. Begegneten uns Spaziergänger oder Radfahrer, so erlebten wir stets dasselbe. Sie stutzten, horchten verwundert auf unser Lied, um uns dann, heiser vor Erregung, mit dem Freiheitsgruß zu grüßen. Unterwegs entdeckten wir einige Male getippte Fluchblätter am Boden. Sie waren von Jugendtrupps, die noch früher als wir aufgestanden waren, fein säuberlich auf die Wege gelegt worden, so dass man sie finden musste. Diese Blätter verhöhnten den braunen Maizirkus und schworen den Dieben, Fälschern, Mördern und Sadisten Vergeltung. Unser Mai kommt wieder, Genossen. Erkämpft ihn euch. Gegen Mittag erreichten wir eine weite Ebene. Fritz L. wickelte sich die rote Leinwand vom Leib, band sie an den vorhin vorsorglich abgeschnittenen jungen Birkenstamm und schon wehte unsere Fahne im Wind. Wir, illegale, verschworene Getreue, fassten uns an den Händen und sangen wie nie zuvor die Internationale. Plötzlich entdeckten wir in der Ferne Menschen, die geballte Fäuste hochreckten. Erst glaubten wir, sie drohen uns, bis wir merkten, dass sie unsere Fahne mit dem Freiheitsgruß ehren wollten. Auf dem Heimweg drehten wir uns noch manches Mal um zu sehen, ob unsere Fahne noch wehte. Ja, sie flatterte immer noch gegen den blauen Himmel. Und viele solcher Fahnen und Wimpel wehten an diesem traurigen Tag auf Feldern, in Wäldern zum Zeichen, dass die sozialistische Hoffnung nicht untergegangen war. Die die Fahne hissten, glaubten daran, dass ihre Feldzeichen einst aus der Verbannung heimkehren und wieder auf den Trümmern der Städte wehen würden. Wir brauchen keine Hausbesitzer, denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus den Kapitalisten, letzte Schlaf gewinnen wir. Schmeiß die Knarren Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir.
stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die Knarren, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front. Waren in den ersten Jahren nach 1945 die 1. Mai-Demonstrationen noch groß und machtvoll, so gerät der 1. Mai jetzt als Kampftag der Arbeiterbewegung immer mehr in Vergessenheit. Anfangs wurde noch für die Einheitsgewerkschaft und für immer mehr Mitbestimmung demonstriert und gekämpft. Heute ist der 1. Mai in seiner Bedeutung immer mehr eine Gedächtnisveranstaltung. Kaum jemand weiß, wie und wann der 1. Mai zum Feiertag wurde. Dennoch wird er jedes Jahr von Gewerkschaftsseite unter ein Motto gestellt. Das diesjährige Motto erklärt uns jetzt Jürgen Frodermann, DGB-Kreisvorsitzender Lippe. Wir stellen gegenüber zwei Gesellschaftsmodelle unter dem Titel So? Fragezeichen oder So? Ausrufezeichen. Nach dem Motto, wie soll diese Republik aussehen? Entweder mit Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau, Fremdenhass oder eben mit den Begrifflichkeiten Arbeit für alle, soziale Gerechtigkeit, Frieden und dem deutlichen Hinweis, wohin die Reise gehen soll, es liegt an uns. Ab jetzt! Gewehr! Immer! Wieder! Niemand bist du noch lange nicht schlecht. Nur weil du unten stehst, sind die da oben noch lange nicht im Recht. Und sie wissen ganz genau, dass du nicht alleine bist. Und sie werden es bald sehen, wozu ein Niemand fähig ist. Ab jetzt gewinnen wir Mafia. Ab jetzt.
Und wenn wir uns zusammen tun, dann vielleicht bald alle mal auf. Denn auch du weißt ganz genau, dass du nicht alleine bist. Und sie werden es bald sehen, wozu ein niemand fähig ist. Ab jetzt gewinnen immer wir. 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 Wir würden uns vor allen Dingen wünschen, dass das endlich auch vielleicht begriffen wird, dass wir für die ganze Familie was anbieten, dass also nicht nur einige Funktionäre aus treuer Pflichterfüllung da erscheinen, sondern wirklich mit der Familie, Freunden und Bekannten. Wir haben da auch Kinderprogramm, ganz einfach auch mehrere Stunden mal nutzt, um Spaß zu haben, um Kolleginnen und Kollegen zu treffen, um was zu quatschen. Wir haben festgestellt, dass viele anregende Gespräche auch mit ganz detaillierten Vorschlägen für unsere Arbeit am 1. Mai geführt werden, dass da also auch neue Eindrücke aufgenommen werden. Von daher sind wir eigentlich mit dem Ablauf und mit dem, was innerhalb dieser Veranstaltung geschieht, schon zufrieden. Das ist kein dröger Vortrag. Wir würden uns wünschen, dass eben auch ein paar mehr angesprochen werden, dorthin zu kommen und auch das selbst mal zu erleben. Schon abgekratzt. Ich tue das, was du willst. Ich tue das, was du willst. Ich tue das, was du willst. Und am Freitag, den 29. April, geht abends in Lage im Bürgerhaus die Party ab, um 20 Uhr. Es spielt die Willi-Lohmann-Kapelle und gefeiert wird mit kubanischen Drinks, Sekt, Selters und Essen zu fairen Preisen.
Kamikaze bereit. Wollen wir uns in das Leben stürzen? Die Einheitssoße wurde Sauerkraut mit Kassler. Und den werden wir jetzt richtig würzen. Und den werden wir jetzt richtig würzen. Und den werden wir jetzt richtig würzen. Und weiter geht's in Bad Salzuflen am 1. Mai morgens um 9.30 Uhr in der Konzerthalle. Seinen Hunden und er pfeift aus dem vorletzten Loch. Er weiß, die Hunde sind auf unserer Seite und er weiß, Beton brennt doch. Und er weiß, Beton brennt doch. Und er weiß, Beton brennt doch. Detmold auf dem Marktplatz geht ab 10 Uhr die Post ab mit irischer Folklore, der Songgruppe Drucksache, Info- und Aktionsständen und dem Kinderprogramm mit Duo Picobello. Nicht tot! Ja, und die ersten Maikämpferinnen und Kämpfer in diesem Jahr waren Wolfgang Benning, Carsten Niemeyer, Günter Wagner, Katharina Ebell, Carola Gerunde und Brigitte Halbgebauer. Telefon und für Wasser und Gas.
schönen Park.